Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es nicht um einen Mythos oder eine Legende, sondern heute beziehen wir uns mal auf Fakten. Und zwar geht es heute um Wehrgeld. Was Wehrgeld ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Wehrgeld war im germanischen Recht das sogenannte Sühnegeld. Als Sühne wird der Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld eine Ausgleichsleistung aufhebt oder vermindert. Das kennen wir ja so ähnlich auch heutzutage, wenn ihr mit dem Auto beispielsweise falsch geparkt habt, müsst ihr auch ein Bußgeld bezahlen. Die Germanen im Mittelalter waren allerdings so flexibel, dass man dieses Wehrgeld auch bei einem Totschlag bzw. bei einem Mord bezahlen konnte und damit die Schuld vom Tisch war. Bei den Germanen war es nämlich so, wenn ihr beispielsweise eine Familie vor euch hattet und den Sohn getötet habt und diese Familie noch einen Sohn hatte, musste entweder der Sohn oder ein anderer Blutsverwandter die sogenannte Blutrache begehen. Was nichts anderes bedeutet, als dass euch eins seiner Familienmitglieder töten wird. Bezahlt ihr nun jedoch dieses Wehrgeld, so darf die Familie offiziell auf die Blutrache verzichten, ohne dass das Ansehen der Familie beschmutzt wird. Ihr könnt euch das allerdings nicht so vorstellen, dass ihr einfach jeden Mann im Dorf tötet und dann für jeden sein Geld bezahlt. Das hat so nicht geklappt. Ihr konntet dieses Geld nämlich erst bezahlen, wenn ein sogenannter Sühnevertrag abgeschlossen wurde. Die Familie konnte nämlich immer eine sogenannte Feindschaft beantragen, beziehungsweise damals hieß es eine Fehde. Die Fehde bezeichnet dabei die Grundlage erlaubter Rachehandlungen gegenüber Personen und Vermögen des Täters. Ihr dürftet dann also legal beispielsweise den Mörder eures Bruders auch töten, ohne ein Bußgeld bezahlen zu müssen, daher es sich dabei um eine sogenannte bußlose Tat handelt. Verzichtet ihr nun auf die sogenannte Fehde, so musste das Wehrgeld ursprünglich von der Sippe der lebenden Hand in die Sippe der toten Hand geleistet werden. Und zwar da Frauen eine Fehde weder tragen noch erheben konnten von Männern an die Männer. Im damaligen existierenden Sachsenspiegel, das war quasi sowas wie ein Gesetzbuch, wurden dann die Preise festgelegt. Für einen freien Mann hättet ihr beispielsweise 18 Pfund hinblättern müssen. Das klingt zwar jetzt nicht nach so viel, allerdings hättet ihr euch dafür auch 18 Reitpferde kaufen können. Freie Pächter, Landfremde bzw. Ausländer kosten nur 10 Pfund. Habt ihr eine Frau getötet, so musstet ihr das halbe Wehrgeld ihres Mannes und wenn sie nicht verheiratet war, das halbe Wehrgeld ihres Vaters bezahlen. Doch dieses Wehrgeld galt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Ein Huhn hat dabei beispielsweise einen halben Pfennig gekostet und eine Ziege oder ein Ferkel bis zu 3. Bei besonders wertvollen Pferden, zum Beispiel einem Schreitross, gab es kein feststehendes Wehrgeld. Hier ging das Wehrgeld nach dem tatsächlichen Schaden aus. So, und das war's auch mit diesem Video. Dieses Mal war es ja ein bisschen was anderes, weil ich einfach mal Lust auf so ein Mittelalter-Video hatte. Ich würde mich sehr über Feedback von euch freuen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, dass ihr unbedingt noch ein paar andere so nicht so bekannte Fakten aus dem Mittelalter haben wollt, dann könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Ganze jetzt so gar nicht gefallen hat, auch einfach rein. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.